Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich noch einmal in den Stream schalten und ich möchte das natürlich auch am Abend tun, indem ich natürlich Losung und Lehrtext lese und auch von Ulrich Schaffer noch einen kleinen Text. Wer mich nicht kennt, ich bin Reinhard Eisner, ausgebildeter Pfarrer und bin zurzeit im Vorruhestand, bin aber bereit, auch Dienste zu übernehmen und ich melde mich ab und zu hier im Internet zu biblischen Themen, aber auch zu aktuellen Themen und einfach zur Unterhaltung in dieser Zeit, wo man gern einmal eine Abwechslung braucht. Ich lese erstmal Losung und Lehrtext. Die Losung, lass mich deine Herrlichkeit sehen, heißt es im zweiten Buch Mose. Und im Lehrtext heißt es, Philippus spricht, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, wir wünschen uns, dass wir Gott persönlich sehen und schon die Jünger sind darauf hingewiesen worden, dass Gott auch in Jesus Christus zu sehen ist und zu erkennen ist. Und deshalb hat er ihn gesandt, deshalb ist er in dieser Welt gewesen, damit wir Gottes Willen, Gottes Weisung und Gottes Weg verstehen können. In diesem Sinne also ein großes Wort, dass wir darauf hingewiesen werden, wir müssen Gott in seiner ganzen Herrlichkeit nicht sehen und wir wissen, dass in der Bibel immer wieder darauf hingewiesen wird, dass wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit gar nicht fassen würden. Wir können ihn nicht sehen. Wir kennen die Geschichten von den Jüngern, die auf dem Berg standen und fast erblindeten vor Helligkeit Gottes Angesicht gar nicht sehen konnten. Wir kennen die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose da vor dem brennenden Dornbusch stand und sich eigentlich verneigen musste, Gottes Angesicht zu sehen, Gottes Größe zu begreifen, ist uns Menschen überhaupt nicht geschenkt und gegeben. Und ich denke, es ist gut, wenn wir dies alles auch begreifen und auch wahrnehmen. Und ich möchte jetzt natürlich noch von Ulrich Schaffer etwas lesen, auch zu diesem 16., der heute ja ist. Ein interessantes Wort. In der ersten Lebenshälfte hast du dich bemüht, alles zu bekommen, zu gewinnen, zu erhalten, festzuhalten und so deinen Besitz zu bauen. Du hast allem, was dir gehörte, eine Prägung verliehen. Du hast der Welt einen Stempel aufgedrückt. Wo du gegangen bist, hast du Spuren hinterlassen. Das war für dich ein Erfolgserlebnis. So entstanden nach und nach deine Weltanschauung, dein Glauben, dein täglicher Rhythmus, deine Moral, deine Freundschaften und deine Kollektionen an Besitz. Das war diese nötige Übung des Aneignens. Durch sie hast du dich heimisch auf der Welt gefühlt. Du hattest hier eine Bleibe, umgeben von den Dingen, die deine Handschrift trugen. Ja, es ist uns immer wichtig, dass wir Spuren hinterlassen, eine Bleibe haben. Das war die erste Hälfte des Lebens, so steht es hier bei Ulrich Schaffer. Ich denke, je älter wir werden, desto reifer, desto weiser werden wir. Und wir spüren, dass es gar nicht so wichtig ist, dass wir uns in dieser Welt verewigen, sondern dass wir in dieser Welt unterwegs sind, weitergeben von dem, was wir erkennen, was wir erkannt haben, was wir sind. Auch von unseren Begabungen, von unseren Talenten, dass wir weitergeben an andere Menschen, damit auch sie leben können, lernen können und weiterfinden. Ich denke, das ist ein großer Prozess, den wir durchmachen. Im jugendlichen Alter ist man froh, wenn man da in der Zeitung benannt wird, wenn man dort erwähnt wird, wenn man in Instagram oder auf YouTube irgendwo zu sehen ist und sich zeigen kann. Im Alter merkt man, wie unwichtig das ist, sondern viel wichtiger ist es, dass die Tiefen, die Einsichten, die Weisheiten, die Lebenserfahrungen weitergegeben werden. Und da ist es eigentlich uninteressant, wer dies tut, ob ich das bin oder ein anderer. Wichtig ist, dass die Menschen zu diesen Einsichten, zu diesen Weisheiten, zu diesen Inhalten gelangen, damit sie selbst für ihr Leben lernen können und weiser werden können. Interessante Worte auch für diesen Tag heute und ich möchte am Ende dieser drei Worte noch stille werden und beten.
Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, dich zu erkennen in dieser Welt. Wir müssen dich nicht selbst sehen. Es gibt so viele Hinweise, die dich immer wieder aufzeigen. Da ist es dein Sohn, Jesus Christus selbst, durch seine Botschaft. Da ist es die Schöpfung selbst mit ihren Wundern. Da ist es ein Mensch, der uns gegenübertritt und der uns das Wunder deiner Schöpfung deutlich werden lässt. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dich suchen, dass wir dich erkennen in den vielen Dingen, die deine Schöpfung bereithält. Lass uns nicht den Wunsch verspüren, dich selbst zu sehen, damit wir endlich glauben können, sondern schenke uns die Kraft, dem zu vertrauen, was in dieser Welt abgebildet von dir zu uns spricht. Herr, nimm von uns alles, was uns nicht gelungen ist an diesem Tag. Schenke uns deinen Segen für diesen Abend und für den Schlaf dieser Nacht. Hilf uns, dass wir morgen mit neuen Kräften all die Aufgaben anfassen und bewältigen können, die du für uns bereithältst. Wir bitten dich für alle Menschen in Not, gerade in dieser schweren Zeit, sei du bei ihnen, hilf ihnen, lass sie spüren, dass sie nicht allein sind. Wir danken dir, dass es dich gibt. Lass uns immer neu dir und deinem Weg vertrauen. Amen. Ja, jetzt würde ich sagen, mache ich ein paar Takte Musik und dann habe ich noch eine kleine Abendlektüre, auf die ich einmal hinweisen möchte. Ich möchte ein Stück aus einem Buch lesen und vielleicht bringen uns so ein paar Zeilen am Abend doch auch ins Nachdenken und helfen uns in unserer Zeit uns zu bewegen. Ich werde mich jetzt aus dem Bild nehmen und werde dafür ein paar Takte Musik zur Überleitung spielen. Ja, nun bin ich wieder zurück und ich möchte auf ein Buch hinweisen. Es ist ja schön, wenn man nicht nur Fernseh schaut, sondern dass man hier und dort einfach ein Buch sich mal vornimmt. Und ich habe hier von Dirk Müller das sogenannte Machtbeben. Und ich kann immer wieder mal darauf hinweisen, wie er doch so toll auch am Ende dieses Buches schreibt, wie wichtig es ist, sich doch in der Gesellschaft mit einzumischen und mitzutun. In Schulklassen, schreibt er, wird ebenfalls testweise bereits mit Kameraüberwachung gearbeitet, schreibt er hier aus China. Und dieser ganzen Sache möchte ich aber von vorne lesen. Und da schreibt er nämlich, können wir uns vorstellen, wie viel mehr hier möglich wäre, wenn die Ehrenamtlichen und jene, die sich gerne ehrenamtlich engagieren würden, mehr Zeit dafür hätten, weil sie keiner unbefriedigenden Arbeit nachgehen müssten. Es geht um das Grundeinkommen.
Wäre es ein Problem, wenn wir mehr Jugendtrainer hätten, mehr Menschen, die sich Zeit nehmen, um für Alte und Kranke da zu sein, die sich um Vereinsarbeit und das soziale Miteinander in der Gesellschaft auf allen Ebenen kümmern könnten? Es wäre eine völlig neue Qualität unseres Zusammenlebens, wenn Maschinen uns all die Arbeiten abnehmen, für die Menschen nicht benötigt werden. Geben Sie uns die Zeit, das zu tun, was nur Menschen können, nämlich für andere Menschen da zu sein und das soziale Zusammenleben einer Gemeinschaft zu fördern und zu gestalten. Eines der wichtigsten Dinge der menschlichen Existenz. Und dann schreibt er weiter unten, das wäre alles so wundervoll. Doch leider gehen die Pläne der Eliten schon wieder weit darüber hinaus und wenden den möglichen Himmel in die potenzielle Hölle. In China starten dazu bereits aufmerksam beobachtete Feldversuche. Und der erste Satz war aus dieser Gegend. Mehrere chinesische Städte wurden bereits zu Pilotstädten der sogenannten braven Bürger. Jeder Bürger erhielt zu Beginn ein Punktekonto mit 1000 Sozialpunkten. Wer sich nun engagiert und in die Gesellschaft einbringt, der darf sich über Pluspunkte freuen. So weit, so gut. Aber das Spiel funktioniert auch andersherum. Wer bei Rot über die Ampel geht, betrunken in der Öffentlichkeit angetroffen wird oder vielleicht flucht, dem werden Punkte abgezogen. Dieser Punktestand entscheidet über alle Dinge des täglichen Lebens. Wer zu wenige Punkte hat, bekommt keine Gehaltserhöhung, keinen Kindergartenplatz, keinen Bankkredit und so weiter. Bereits heute dürfen Millionen Chinesen keine Flug- oder Zugtickets mehr kaufen, weil ihr Punktestand zu niedrig ist. Da sämtliche elektronischen Datenbanken des Landes zu diesem Zweck zusammengelegt werden, besteht eine lückenlose Überwachung jedes Bürgers. Ein Facebook-Like an der falschen Stelle? Punktabzug. Die Überlegungen gehen so weit, dass es Punktgutschriften und Abzüge geben könnte, wenn man regelmäßig mit dem Hund spazieren geht oder aber seine eigenen Eltern nicht oft genug besucht. Die lückenlose Überwachung garantiert dabei bereits heute eine horrorhafte Verknüpfung der zur Verfügung stehenden Technologien. Die elektronische Gesichtserkennung ist so weit fortgeschritten, dass sie auch in großen Menschenmengen zuverlässig Gesichter erkennen und zuordnen kann. In Peking existiert bereits heute eine hundertprozentige Abdeckung des öffentlichen Raumes mit Verkehrs- und Überwachungskameras. Deren Bilder sind mit der Gesichtserkennung und künstlicher Intelligenz verbunden, die ihrerseits wieder auf die gesamte verfügbaren Datenbanken des Landes, wie beispielsweise von 50 Behörden, zugreifen können. Die Folge ist bereits heute eine vollständige Echtzeitüberwachung aller Pekinger Bürger. Auf den Kontrollschirmen der Regierung laufen die Videobilder zusammen. Und von jedem Bürger ist eine kleine Datenmaske mit allen wichtigen Informationen in Echtheit eingeblendet. Dieses Überwachungssystem hat den Namen Skynet. Sie erinnern sich richtig. Das war der Name des außer Kontrolle geratenen Überwachungssystems in Science-Fiction-Film Terminator, mit dessen Hilfe die Maschinen die Macht über die Menschen übernahmen. Auch die chinesische Regierung verfügt offenkundig über einen rabenschwarzen Humor. Ja, wir sehen, wir leben im Zeitalter der Technik, wir leben in der Digitalisierung und wir sehen, welche großen Möglichkeiten heute bestehen, um Menschen miteinander zu verbinden, um Menschen dann aber auch wahrzunehmen, um Menschen auch zu überwachen, zu kontrollieren, auszuzeichnen oder zu bestrafen. China, das kann in Europa niemals passieren, so haben wir uns immer es vors Gesicht gehalten und gegenseitig zugesprochen. Aber ich denke, es ist heute eine allgemeine große Gefahr, dass man einmal darauf schaut, was passiert mit unseren Daten, mit unserem Wissen, mit unseren Persönlichkeiten. Wo werden überall unsere Daten gespeichert und zu welchem Zweck werden sie wieder verwendet?
Eine interessante Lektüre und vielleicht habe ich Ihnen ein klein wenig Mut gemacht oder euch, doch nicht nur immer ins Fernsehen zu schauen und vielleicht einen Sport oder eine Serie anzuschauen, sondern auch mal solch ein interessantes Buch in die Hand zu nehmen. Dirk Müller, Machtbeben, eines der großen Bücher, die er jetzt gerade so zum Schluss geschrieben hat. Und es ist wichtig, dass man sich informiert über viele andere Meinungen, dass man ins Gespräch kommt mit Menschen, die sich auch ihre Gedanken machen. Nämlich das bringt unsere Welt schließlich weiter. Das verbindet wieder die Gedanken und führt uns zu neuen Ufern. Also, Machtbeben, Dirk Müller. Wer dieses Buch sich kaufen möchte, es gibt es ja in den verschiedenen Läden, auch online natürlich zu bestellen. Ja, was gibt es sonst noch? Ich hoffe, dass der Winter Sie oder euch nicht zu fest im Griff hat, denn er ist ja wieder eingezogen und wir werden sehen, was am kommenden Wochenende das Wetter wieder bringt. Es wird doch ein wenig freundlicher. Ich habe schon mal hineingeschaut. Es hört auf zu schneien und auch zu regnen. Es wird die Sonne wieder kommen und es wird aber hier und dort noch kalte Temperaturen geben. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend, eine schöne Woche und bleiben Sie dran. Ich habe jetzt auch in den öffentlichen Medien gesehen, dass die Impfungen teilweise ausgesetzt werden. Und ja, dass sich andere wieder gar nicht gut dazu äußern, dass eventuell eine vierte Welle ins Haus steht. Es gibt so viele Neuigkeiten. Informieren Sie sich und schauen Sie mal, was eigentlich wirklich für uns relevant ist und was wir vielleicht beiseite legen können. Und ich wünsche, dass Sie in dem großen Angebot der verschiedenen Medien und Bücher auch sich zurechtfinden und die Informationen abgleichen. Wir wissen, es hat immer keiner die reine Wahrheit parat, sondern die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Und dass es Ihnen gelingt, sich der Wahrheit ein Stückchen mehr zu nähern, indem Sie verschiedene Meinungen mal abtasten, das wünsche ich Ihnen tatsächlich von Herzen. Soweit zu diesem kleinen Stream und ich hoffe, dass es wieder ein klein wenig interessant gewesen ist, wie Sie oder ihr gesehen und gehört habt im Vor- und Nachspann. Ist die Möglichkeit, mir auch Unterstützung zukommen zu lassen und natürlich auch, wenn man in DLive direkt in den Kommentar schreibt oder aber auch in den anderen Kanälen, was gewünscht wird. Ich bin gern bereit, auch das ein oder andere Buch einmal anzulesen, vorzulesen und mal anzudenken, dass wir vielleicht auch ein Stückchen Bildung, ein Stückchen Weisheit und ein Stückchen Anregung für die Gedanken wieder neu bekommen. Dazu soll dieser Stream auch dienen und natürlich soll immer auch das Wort Gottes eingebunden sein. Es ist ganz wichtig, dass man gerade täglich auch die Verbindung zu Gott sucht, mit ihm spricht, sich von ihm berühren lässt und auch sich weisen lässt, denn wir wissen den Weg oft nicht, Gott aber weiß ihn und wird uns führen. In diesem Sinne möchte ich mit dem Segensspruch enden. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen oder Schnee falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Im Hintergrund ein großartiges Bild. Es hat mich fasziniert. Es ist eine Höhle, ein See davor. Es ist der Eingang der Höhle und wenn man sich dieses Bild einmal genauer anschaut, dann hat man den Eindruck, dass man, wenn man durch diese Höhle geht, in das helle, leuchtende Licht kommt. Und dieses Bild hat mich auch erinnert an die vielen Nahtoderfahrungen von Menschen, die ja alle schildern und geschildert haben, dass wenn wir einmal von dieser Welt gehen, wir einem Licht gegenüberstehen, in das Licht gehen und letztlich gar nicht mehr zurück wollen, sondern so gern in diesem Licht bleiben wollen. Und die, die dann, also wie gesagt, die Nahtoderfahrung hatten, sind zurückgekommen auf die Erde und haben immer wieder gleichermaßen erzählt, wie viel Überwindung sie das gekostet hat. Und
Das ist, glaube ich, ein ganz großer Trost zu wissen, dass wir vielleicht gar nicht in dieser Welt das eigentlich Wundervolle oder das Schönste erleben, sondern dass dieses Leben weitergeht. Dann wird man eine andere Einstellung zu diesem Leben bekommen. Man wird lockerer, man wird intensiver leben und man wird sich noch mehr fragen, warum lebe ich hier eigentlich, wenn danach noch etwas kommt? Und ich denke, das ist auch an der Zeit, dass ich denke ich, immer mehr Menschen diese Frage stellen sollten, wozu sind wir auf der Welt? Um einfach Dinge auszuführen und uns vielleicht auch gefallen zu lassen, oder sind wir auf dieser Welt, um zu suchen, um Weisheit zu sammeln, um Liebe zu üben, um dann bereit zu sein für vielleicht noch eine viel, viel schönere Zeit? Und vielleicht ist es auch ein Trugschluss, dass wir so sehr an diesem bisschen Leben hängen. Vielleicht kommt auch das eigentliche wundervolle und schöne Leben erst danach. Wir Christen glauben das. Und vielleicht wird es manch anderem auch möglich, so das Leben zu leben. Mit diesem Ausblick, mit diesem Glauben kann man viel vertrauensvoller, viel ruhiger und viel intensiver leben. Und das möchte ich eigentlich allen auch nahelegen. Ja, soweit zu diesem Bild. Und wenn es gefallen hat, dann ist es schön. Und vielleicht gehen wir mit diesen Gedanken zu Bett und freuen uns, dass immer noch vor uns das große Licht steht, dass auch wenn es jetzt hier oder dort für uns dunkel ist, wir am Ende zu diesem Licht dürfen und uns freuen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich einen gesegneten Abend und natürlich darf nicht fehlen der bekannte Abspann, der auch heute Abend kommt.